Hi Leute, ich bin Ulysses vom Fahrradgeschäft Konrad in Frankfurt am Main auf der Eurobike 2023 mit dem Tobi und wir sind auf dem KTM-Stand und hier gibt es jetzt mal eine absolute Weltneuheit und zwar die neuen KTM-Modelle und zwar ist Machina Race SX10. Tobi, der genau. Name lässt es ja schon vermuten, ne? Richtig schönes Race Hardtail mit dem neuen SX-Motor von Bosch. Das ist auch das, was wir am Namen schon drin hatten. Ne? Absolutes Highlight. Der Intube-Akku ist nach oben ganz bequem entnehmbar. Genauso wie wir es bei KTM kennen und lieben. Wunderbar integriert, die ganze Geschichte. Sieht richtig toll aus. Richtig schickes, schnelles Hardtail. Also das ist wirklich ein Knaller. 400 Watt Akku, ne? Der hier entnehmbar ist. Der ist nochmal leichter geworden. Hat 2 Kilo nur noch. Also der ist deutlich leiser geworden. Das ganze Rad wiegt gerade mal knapp 19 Kilo und das ist halt schon mal eine Ansage, weil wir sind hier nicht im Carbon-Bereich, sondern Aluminium und sind auch weit unter 4.000 Euro. Wir haben eine RockShox Judy-Gabel verbaut, haben 2 Kolben vorne wie hinten und es ist einfach ein leichtes Hardtail, was halt mit dem SX-Motor auch noch ein bisschen Bums hat, um halt den Berg gut hochzuschießen. Ne? Genau, also hier haben wir wirklich ein Bike, das darauf ausgelegt ist, mit hoher Trittfrequenz schnell durch den Wald zu schießen. Das sieht ja auch schon an der Bereifung, die verbaut ist, also ein Recon Race Reifen drauf, 2,25 Inch. Heißt eben, die rollen sehr, sehr schnell. Das sind so die überdicken Ballonreifen mit großen Stollen, sondern eher was, was ein bisschen flinker unterwegs ist. Und auch der SX spricht ja wirklich am schönsten an, wenn man so eine gewisse Trittfrequenz schon reingibt. Ne? Genau. Wir haben hier eine XT-Schaltung mit 12 Gängen, das heißt, wir sind auch für grobe Anstiege, die richtig steil sind, gut gewappnet. Ja, es ist halt einfach ein echt vernünftiges Rad mit einem guten Preis, wo du halt viel geboten kriegst. Wir haben das neue Purion 200 Display jetzt verbaut, das heißt minimalistisch, aber trotzdem mit den nötigsten Informationen, die man sich anzeigen lassen kann. Ein Farbdisplay mit 1,6 Zoll Diagonale, Geschwindigkeit, Trittfrequenz kann man alles sich anzeigen lassen. Genau, und wem das nicht reicht, wir haben ja das smarte System. Das bedeutet, wir können auch ohne Probleme jetzt noch ein Kiox 300 oder das neue Kiox 500 nachrüsten und haben dann quasi 2 Bildschirme am Fahrrad. Also ist ja, da habt ihr ja ein cooles Video gemacht, du und der Peter, ja, ja. Wo er die Displays mal so ein bisschen vorstellt, bei die neuen. Bei der Bosch-Presse-Veranstaltung, ja. Richtig coole Geschichte. Und ich glaube, das hier ist tatsächlich ein Fahrrad, das wir, da können wir kaum drauf warten, bis es im Laden steht. 3.699 Euro, neues SX-System, super leicht, also 19 Kilo. Ist schon mal eine coole Sache. Vor allen Dingen auch, wenn du dir mal das Kettenblatt anguckst, das ist alles schön gemacht hier, ne? Oder hier auch diese wenn du den Akku nicht entnehmen willst, sondern laden willst, dann kannst du das hier auch, guck mal, schön hier, ist das gelöst, kannst du den laden. Und hier nochmal Aufnahme für Flaschenhalter oder für Schloss. Ist wirklich an alles gedacht worden, es sieht phänomenal schön aus, also wenn du von weiter weg guckst, könnte es auch ein normales Hardtail sein. Also darauf freuen wir uns auf jeden Fall. Lack natürlich immer sehr schick, wie wir es von KTM kennen. Orange, was so ja, ein bisschen ja, die CI ist, bei diesem richtig, ja eigentlich Top-Modell, schon schön drin verarbeitet. Also orange metallic mit ein bisschen Bronze-Akzenten, wirklich super schickes Bike. Das Rad gibt es mit einer minimal anderen Ausstattung, bisschen schwerer. Anstelle RockShox-Gabel mit einer Santur-Gabel, auch für 3,299. Ne? Und da haben wir halt einfach von den Specs her ein Kilo mehr, haben halt eine 32er Santur drin in der Gabel und ist halt von der Farbe auch ein bisschen anders, dieses typische Schwarz-Orange. Ist auch ein cooles Bike, das Race SX20. Ne? Genau, bei dem SX20, da haben wir dann ein deutlich günstigeres Bike, ne, mit 3.299 Euro und das merkt ihr unter anderem halt an der Schaltung. Hier haben wir einen 9-Gang Qs verbaut, das heißt, das Rad ist ein bisschen weniger ja, aggressiv sportlich unterwegs, sondern mit dem neuen Linklight Standard dann eher auch so ein bisschen für den Genussradler gedacht, also schaltet ein bisschen sanfter, auch ein bisschen weniger Gänge, also so ein bisschen konsumiger, wenn man so möchte, so ein bisschen die Eco-Version vielleicht von dem
SX10. Ja, so, man muss es ganz klar sagen, man hat ein bisschen gespart, aber für viele reicht das auch. Manche mögen auch die Skinwall-Reifen hier nicht, ne? Dass man hier einfach den ganz schwarzen Schwalbe-Reifen hat, Smart Sam, und dass man nicht irgendwie jetzt, dass die Skinwall, die Seitenflanke hier braun ist, und sagen halt, komm, ich will knapp 3,3 irgendwie ausgeben, und dann passt das auch so, ist auch ein Top-Rad von der Optik, auch mit den Akzenten hier an der Klemme von den Griffen. Dann haben wir zwar keine Ergon-Griffe wie bei dem 10er-Modell, sondern halt hier, ich glaube, hauseigene KTM-Griffe, aber hier schön mit dem Orangenen, mit der Klemme, die Akzente gesetzt, hier auch hinten beim Schriftzug, bei der Schwinge. Und das sind auch so Details, die sind ganz cool. Und das ist dieser typische KTM-Look halt, auch mit diesem orangenen Sattel hier, also der schwarz ist, aber hier so einen Akzent hat. Auch ein cooles Bike, wo preis-leistungsmäßig echt ein absoluter Knaller ist, ne? Genau, also gerade bei so einem KTM-Bike, ne, muss man schon sagen, mit dem ganz neuen System jetzt, da haben sie echt ein schönes Paket geschnürt. Da haben sie, also das hier ist wirklich eins unserer Highlights, weil das ist mal ein Rad, was halt nicht irgendwie absolut nischig ist und komplett abgefahren ist, sondern das ist so das Rad, das wird viele Leute ansprechen, leicht, preislich echt voll im Rahmen, also das ist echt okay. Und schreibt mal gerne, was ihr davon haltet. In die Kommentare, und wenn ihr halt weitere Videos halt noch sehen wollt von KTM, abonniert und drückt die Klingel, dann kriegt ihr das auch alle noch mit, ne? Bis zum nächsten KTM-Fahrradhersteller-Video von der Eurobike 2023. Bis dann, ciao Leute!